Hallöchen und willkommen zurück bei Die Sims 4. Hauptsache er guckt sich Kindersendungen an. Aber das ist in Ordnung, Hauptsache er hat Spaß. Wann muss er arbeiten? In 3 Stunden? Warte mal, wir könnten doch hier ein Nickerchen machen. Ja, du darfst wieder wach werden. So, dann. Es ist eben doch was kaputt gegangen. Jetzt geht alles kaputt. Ja, was ist das für... Alles geht... Oh Gott. Jetzt... Die müssen aus dieser Wohnung raus. So. Film ansehen. Kanal schauen, Kochvideo. Mein Gott, ich habe den Kater gerade rausgelassen. Ich habe gerade Jamie aus meinem Zimmer hier rausgelassen. Jetzt will der wieder rein. Der nervt mich. Er wurde befördert und ist jetzt Verfasserin von Ratgeberkunden. Schön. Hat sie fleißig gearbeitet? Oh, gefühlt der Unsicherheit. Kann sich ja hier hinsetzen und gucken. Selbstsicher? Soll eigentlich inspiriert sein. Nicht im Internet surfen. Guck dir die Kochvideos an. Und er hat ein bisschen zu spät angefangen. Ich hoffe, es schlägt noch um zu... Inspiriert. Ja, super. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Insel. Sorry, ich bin kurz davor, umzuziehen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Okay, er hat alles weggeräumt. Kannst du essen? Und, wann kommt er wieder? 2. Also am nächsten Tag müssen beide arbeiten. Ja gut, dann sollen sie in der Nacht umziehen? Eigentlich relativ. Hauptsache, sie ziehen um. Hat er? Gierig auf Gruppen. Ja, sollten wir eigentlich mal wieder eine Gruppenversammlung machen? Oh Gott. Ich will hier aus dieser Wohnung raus. Ich weiß gar nicht, was die für ein Merkmal hat, aber relativ. Ach so, was hat sie denn bekommen zur Beförderung? Der Denker, das müsste ein Stuhl sein. Gucken mal eben. Ja, oder halt sowas. Verkaufen. Haben wir ja freigeschaltet. Können wir uns immer noch kaufen, wenn wir den haben wollen. Du sollst essen. Wir könnten aber auch jetzt... Ich meine nur, weil gerade irgendwie alles kaputt ist in dieser Bude. Wäre das eventuell eine gute Idee? Sprich, wenn er nach Hause kommt, direkt in eine neue Bude, wo es schön ist. Was ist los? Warum? Ja, aber könnten wir... Könnten wir tun. Trottel. So, häng die Wäsche auf. Baba. Genau. Was ist das? Ja, ja, Kakerlaken und alles. Und wir ziehen um. Haushalt umziehen lassen.
Die ziehen einfach nur eine Wohnung weiter. Brauchen sie den Keller nicht ausräumen. Brauchen sie den Keller nicht ausräumen. Dann passt das schon. Kann die Musik auch langsam nicht. Okay, die bleiben ja im selben Haus. Und ziehen dahin. Behalten? Nicht. Warum? Ach, das ist schon hin, denke ich. Ich denke, das kriegen die. Aber raus aus dieser pflegebedürftigen Wohnung, ey. Buch. Ja, ja, wir bezahlen die Miete. Welcher Postkasten gehört jetzt uns? Der hier. Sie kann selbst veröffentlichen. Ja, schön. Okay, ihr seht schon. Ja, es ist bei weitem größer. Baumodus. Nachmittag, damit es so hell wie möglich ist. Ohne Lampen. Aber ich werde die Räume ein bisschen verändern. Also, zumindest so ein bisschen, ne? Ich hätte gern beispielsweise die Tür. Hätte ich gerne als hier. So beispielsweise. Hier kommt dann die Küche rein. Hier ist ein Esszimmer. Rein Esszimmer. Ah. So, dann hätte ich eigentlich schon gerne hier das Wohnzimmer. Aber stellt man da Sofa und so und. Aber so mitten in den Raum ist auch immer so eine Sache, ne? Machen wir mal. So. So. Echt so. So, dass das hier das Esszimmer ist. Ist ein bisschen sehr groß, aber kommen noch Tierfutterschüsseln hin und so, dann. Ja, und hier hätten sie dann beispielsweise noch ein Hobbyzimmer oder ein Arbeitszimmer. Das ist Badezimmer. Das soll, glaube ich, begehbarer Kleiderschrank sein, aber ganz ehrlich, das brauchen wir ja gar nicht. Ich habe da eigentlich nicht die Verwendung für. Ich vergesse sie jedes Mal, dass ich nicht einfach direkt die Sachen eingebe, bevor ich aufnehme. Oh, ein bisschen Money haben wir noch. Davon machen wir jetzt erstmal noch Sachen. Das Standard-Hell? Ich denke schon. So. Der Boden. Wie immer, ich bin ein absoluter Fan von Holzböden. Machen wir diesmal aber dunkel. Überall. Nee, Quatsch. Hierhin. Aber. Ich habe hier schon so ein paar Sachen runtergeladen, die ich eigentlich ganz gut finde, aber für die ich momentan so gar keine Verwendung habe. Gefühlt alles nur für Kinder. Kinderzimmer. Alles erstmal streichen. Einfach erstmal weiß, wir können es dann immer noch ändern. Und los geht's. So. Fangen wir mit unseren Lampen an. Hier haben wir ein bisschen größeres Schlafzimmer. Auch nicht verkehrt. Vor allem auch ein bisschen größeres Bad, größere Küche. Na gut, es ist eine größere Wohnung. Punkt. Oh. Eine bräuchten wir. So, und jetzt sind die natürlich alle aus. Gehen wir nochmal in den Live-Modus. Alle Lichter einschalten. Damit wir wenigstens was sehen, wenn wir schon hier rumrenovieren, würde ich sagen. Ja, für alle, die jetzt nicht so das Interesse an den Baugeschichten haben, tut es mir echt leid.
Aber ich weiß nicht, ich werde regelmäßig in dieser Wohnung da drüben wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig da drüben. Und trotzdem ziehe ich jedes Mal da ein. Ist mir dann doch rätselhaft, warum ich das mache, aber. Habe ich die. Doch, habe ich. Gar nicht, wie wir das Bad genau einrichten. Noch gar keinen Plan. Wir könnten die. Ich verkaufe das Ding mal. Stell das Ding mal hier hin. Ist die Waschmaschine da? Stell ich jetzt erstmal einfach alles irgendwie rein. So. Weil beispielsweise, wir könnten uns jetzt. Wo ist er da? Eine andere Dusche leisten. Dann kriegen wir die nicht. Das auch alles umfärben. Und eine Badewanne. Dann kriegen wir vielleicht auch noch eine schöne Badewanne da rein. Ja, so eine Badewanne schon. Vielleicht, wie teuer ist die? Wir haben 3000. Go for it. Machen wir. Kriegen sie eine Eckbadewanne. Hier würde ich allerdings. Kriegt die Dusche noch eine eigene Beleuchtung? Ziehen wir ein bisschen raus, damit das nicht so ganz in der Wand versinkt. Oder stellen die einfach hier hin? Dinge. Ja, Dekoration fehlt auf jeden Fall an allen Ecken und Kanten. Aber ich will auch gar nicht zu viel Geld ausgeben. Vorerst. Das können wir dann. Immer noch im Nachhinein ändern. Beispielsweise hier diese. Na, das sieht ja doch schon sehr abgeranzt aus. Stell ich jetzt mal. Müssen die Tür. Die Tür ist blau. Machen wir mal alle einheitlich. Nein, schöne Türen sind es nicht. Ja, oder vielleicht beispielsweise die Türen ändern, etc. So, wo ist das Bett? Das ist hier. Bilder. Hängen wir mal rein. Einfach mal so. Vielleicht können wir dann auch, genau, die Staffelei können wir auch hier reinstellen. Ist so ein bisschen Hobbyzimmer und Büro, könnten wir sagen. Weißt du, dann. Warte, wo ist es hier? Ne, beispielsweise könnten wir das dann hier hinstellen. Das wird mir eigentlich zu eng mit der Tür da. Vielleicht hier noch. Ah, ich weiß es nicht. Ich lege es mal dahin. Hatten wir nicht. Doch, wir hatten eine Billo-Bar. Die Billo-Bar. Schauen wir einfach. Die Stühle. Wir haben hier den Schreibtisch. Können wir hier runter. Den Stuhl dahin. Wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht allzu viel verändern. Die haben absichtlich ihre Möbel mitgenommen. Aber wie machen wir das mit der Küche? Die könnten eine riesige Küche hier drin haben. Also wirklich einmal rundrum. Neuer Kühlschrank beispielsweise, das wäre auch etwas, das ich echt feiern würde. So. Weiß nicht, ich will den hier. Ja, doch, können wir da schon hinstellen. Oh, der ist aber sehr teuer. Komm. Dann nehmen wir zumindest den nicht abgeranzten. Der ist nicht ganz so teuer. Dann haben wir noch notfalls ein bisschen was übrig. Küchenzeilen wollte ich auch ändern. Das machen wir. Kommt da so der Ofen hin? Ist der PC. Also viel haben sie nicht, ne? Das sieht man dann schon. Schnell. Oh. Damit.
So, Wohnzimmermöbel. Habe ich gesagt, mache ich hier Zweier hin. Das verkaufen wir. Kaufen dafür ein Dreier davon. Das war ja das Dunkle. Passt aber eigentlich auch. Ich müsste hier noch ein Dreier haben. Wir haben diesen Tisch. Ja. Ja, lassen wir jetzt einfach so. Das war Wohnzimmer, Esszimmer. Eigentlich wird sich dann Stühle. Ja, also Schlafzimmer haben sie auch ordentlich Platz. Finde ich aber auch nicht verkehrt. So, stellen wir mal hier gegenüber. Einfach auch, ja, es wird dann alles nochmal ein bisschen anders, beispielsweise, wenn sie ein Kind kriegen. Dann wird das Arbeitszimmer, wahrscheinlich ein Kinderzimmer. Wenn sie denn bis dahin dann auch noch in dieser Wohnung sind. Oh, cool, sogar mit Wäsche übernommen. Sehr gut. Mülleimer. Gott, wir müssen die Katzenklos irgendwo unterkriegen. Dann machen wir das. So. Ja, dann steht der Wäscheständer hier im Fenster. Ich hoffe, die kommt dann da noch anständig dran. Jetzt ziehen wir einfach alles ein bisschen um. Bilder müssen, also das Bild muss sie noch fertig malen. Katzen, wo ist es denn? Da. Schauen wir dann einfach mal hin. Einmal da. Oh, wir hätten noch. Nee. War schon so, hä? Wir hätten noch eins gehabt. So, kommt hier an die Wand. Der Wäschekorb. Gott, die Tür nervt mich. Aber egal. Der Tisch ist recht teuer. Ich wollte jetzt mal gucken, ob wir da vielleicht einen anderen kriegen. Wo ist er denn? Da. Der ist noch teurer. Aber ich hätte den gern in so dunklem Braun. Ich nehme den jetzt auch. Ende aus. Was da? Huch. Hier. Stühle. Ich stelle da jetzt auch nur 4 statt 6 hin. So. Umfärben muss ich die allerdings noch. Ich glaube, die sind schwarz und nicht braun. Dann kriegen wir so cremefarbenen Polster. Eine anständige Lampe könnten wir vielleicht dann noch über den Essbereich hängen. Der Riesenfernseher, das ist einfach unrealistisch. Ach so, wir haben hier ja Esszimmer. Zwei Stück. Machen wir mal schräg. Ja, also allzu viel Zeug haben sie tatsächlich. Was war das denn? Das ist so unser Grabbelzimmer. Ich wollte andere Theken haben, aber ich glaube, das könnte schwierig werden. So. Könnte man das eigentlich auch wegmachen? Sparen wir uns. Oder so. Warte mal. Zurück. Dann nehmen wir das Ding. Kann man das nur diagonal drehen? Doof. Einfach mal testhalber. Ja, doch.
Ja. Ach so, das kostet alles gar nichts. Auch nicht. Ich will da jetzt aber eigentlich Gläsernes haben, das schon so in Ordnung. Hier könnte man aber auch Säulen hinstellen. Ja, auch mit, wie heißen die? Spandrillen. Ich glaube, ich mache das jetzt. Dazu brauche ich aber noch. Gut. Doch, machen wir kleiner. Damit ich dann sehe, wo ich es wegmachen muss. So, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Als kleinere Raumtrennung, sage ich. Küche. Ich trödel die ganze Zeit rum. Ich werde auch die Folge, wenn die länger ist, tut es mir leid. Aber ich werde erstmal diese Wohnung fertig einrichten. Ich hadere noch, das mit der Küche machen. Gucken wir einfach mal bei den Küchen selber. Hier fand ich eigentlich auch ganz nett. Ich habe die Wohnungen von den Befreundeten habe ich renoviert. Ja, da geht's schon los. Können wir uns gar nicht weiter leisten. Teuer ist denn das? Bitte. Also wie teuer ist denn eins davon? 300. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen sehr teuer. Doch eins können wir uns beispielsweise. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Und stellen beispielsweise die Bar noch hier rein. Wobei das jetzt natürlich schon auch sehr schäbig aussieht. Aber was soll's? Wir haben noch drei Geld. Aber er ist arbeiten, ne? Oder vertue ich mich da jetzt? Da rein. Das sieht nämlich auch echt nicht schlecht aus. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, Hängeschränke zu kaufen. Das kommt wieder hier hin. Das kommt dahin. Wobei wir die Dekoration jetzt eigentlich auch lassen könnten. Okay, das Tierbett. Schlafzimmer will ich die Tiere nicht haben. Weil die Sims immer wecken. Hier ist dann so frei. Hier ist dann nichts. Das ist ein bisschen. Da, wir machen hier halt dann wirklich einfach auch den Tierbereich. Pflanzen oder anderes. Aber erstmal bin ich dann doch ganz zufrieden. Größere Wohnung. Wir können immer noch Wände einreißen und alles anders machen. Wir könnten hier auch immer noch das Bad machen und hier dann Kinderzimmer oder offene Küche. Aber das ist dann das andere. Ja, dann ziehen wir jetzt erstmal ein. Das. Oh. Oh, wir können die Tiere nicht mal füttern. Wir können die Tiere nicht mehr füttern. Du hast auch bestimmt noch. Hier. Verkaufen. Hätten wir das mal vorher gemacht, hätten wir vielleicht die Küche noch einrichten. Wir haben momentan eh keinen Garten. Jetzt habe ich zwar extra die Blumen eingesammelt, etc. Dann machen wir mal auf Pause. Eigentlich sollte ich sowas ja immer offscreen. Ja, siehst du, da haben wir schon 1000.
Auf jeden Fall erstmal die Tierschüsseln voll machen. Sind alle Tiere innerhalb der Wohnung? Nein. So, Tierschüsseln sind voll. Tier wird gerufen. Abschließend für alle Katzen. Das ist gut. So, und gehen in den Baumodus. Hier. Vielleicht könnte man. Die sind schon teuer. Das hier auch irgendwie so einbauen. Weil das echt nicht gut aussieht. Auf jeden Fall gibt es davon Hängeschränke. Das sind diese. Die passen dann auch so halbwegs dazu, sag ich mal. Jetzt weiß ich nur nicht, wie hoch. Also theoretisch dürfte die Katze gar nicht auf dem Schrank hocken. Ah, Eckdinger. Beim Fenster machen wir keins. Das kann ich. Aber wieder nicht genug Geld, um überhaupt irgendwas zu tun. So. Und dann. Das ist das, was ich auch echt gut finde. Beispielsweise, aber das Falsche? Ja. Schwarz-Weiß? Das passt ja dann wiederum doch gar nicht dazu. Egal. Hier, den hier. Dann sind die Schränke weiß. Weiß nicht, ob das passt. Mir auch. Dann noch. Ey! Ich hätte hier bitte gerne nochmal eine Lampe, weil es mir zu dunkel ist. Dann haben sie noch 40. Das ist einschalten. Alle Lichter? Automatisch alle Lichter. Besser. Strom sparen. So. Schon wichtig. Eigentlich könnten wir die Lampe eventuell auch wegmachen. Haben sie noch ein bisschen mehr Geld. Wir sind umgezogen. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich umgezogen. Und wir haben jetzt 27 Minuten. Ich muss jetzt wirklich Ende machen. Also, wir haben es geschafft. Wir sind umgezogen. Wir warten jetzt darauf, dass Phoenix von der Arbeit kommt und sagt, wow! Du hast es geschafft, du bist ganz alleine umgezogen. Wie hast du die Waschmaschine ins Bad bekommen? Egal. Ich freue mich schon darauf, innerhalb der Wohnung zu spielen. Ich hoffe, das tut ihr auch. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Dahin, Tudelu.